Jedermann kennt Lucky Luke, Star- und Westernheld, der dem Bösen mutig sich entgegenstellt. Für die gute Sache gegen Lug und Fug schlägt ein Herz aus Gold, kalt ein blitzeschneller Gold, ja, das ist Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und so fair ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Er hat Glück und keiner legt ihn rein, er wird der Sieger sein. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell hinterher ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Wenn ihr ihm entkommen seid, feiert die Gelegenheit, es bleibt euch nicht viel Zeit. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und so fair ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Es lebe Lucky Luke. Bei Not am Mann ist ein Mann genug und das ist Lucky Luke. Down, 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 down. Was machst du da, Joe? Keine Augen im Kopf, wie? Ich hänge ein Bild auf. Das sehen wir, aber warum? Ich mach's gemütlich. Du machst gemütlich? Ja, ich richte mich häuslich ein. Ich werde Pensionär. Ich hab's einfach satt, immer auszubrechen und jedes Mal von Lucky Luke zurückgebracht zu werden. Versteh ich nicht. Hör endlich mit der Buddelei mitten im Zimmer auf, William. Da wird ja alles gleich wieder schmutzig. Aber Joe, der Fluchttunnel. Oder brechen wir nie wieder aus? Nein. Averill, häng mal die Vorhänge auf. Warum denn ich? Weil du so lang bist, wie du blöd bist. Du brauchst wenigstens keine Leiter. Los, häng die Vorhänge auf. Oh, echt? Leinen? Fenstergitter, Kugeln und Ketten haben zu blitzen und zu blinken. Hier herrscht Ordnung und Sauberkeit, klar? Ja, doch, Joe. Ja, doch, Joe. Also, wird's bald? Ja, doch, Joe. Aber die Vorhänge passen wirklich nicht besonders gut zu unseren gestreiften Anzügen. Auf, die Herren Dalton. Eure Adresse ändert sich. Was? Das ist gemein. Ich hab gerade alles so schön eingerichtet. Reg dich nicht auf, Joe. Unser Gefängnis ist überfüllt. Ihr kommt in ein anderes in der Nähe der mexikanischen Grenze. Nein, wir wollen nicht. Ihr werdet sehen, dort habt ihr es viel gemütlicher. Und außerdem werdet ihr besser bewacht. Wir werden hier sehr gut bewacht. Ich gehe einfach nicht weg. Und der Tunnel? Der ist doch schon so schön angefangen. Ja, die Verlegung in ein fremdes Gefängnis ist die reinste Freiheitsberaubung. Und noch was? Wie ist es dort eigentlich mit dem Essen? Ich will vorher den Speisenplan sehen. Nein, Verstärkung. Die Daltons haben mal wieder ihren Dickkopf. Wir weichen nur der Gewalt der Bajonette. Das hast du sehr schön gesagt, Joe. Wo er das nur wieder her hat? Nein, ich finde, ihr seid stur. So, die Herren Dalton, bitte einsteigen in die Kutsche. Könnt ihr uns nicht wenigstens unsere Kugeln an den Beinen lassen? Die sind doch gerade so schön blank geputzt. Klappe! Und versucht ja nicht unterwegs zu entwischen. Die Kutsche ist gut bewacht. Außerdem ist auch Rantanplan dabei. Rantanplan bei Fuß. Zu Fuß? Gemeinheit. Die Daltons fahren in der Kutsche und ich muss laufen. Der kleine Trupp macht gute Fahrt. Bei Einbruch der Dunkelheit erreicht man bereits den Rio Grande, den Grenzfluss zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko. Halt! Wir schlagen unser Nachtlager hier am Rio Grande auf. Dürfen wir aussteigen? Auf keinen Fall, Joe. Ihr verlasst die Kutsche nicht, bevor wir uns im Hof eures neuen Gefängnisses befinden. Ich gehe doch kein Risiko ein. Ich hole euch was zu essen. Wie im Speisewagen. Speisewagen sind was Herrliches. Wisst ihr noch, wie wir einmal einen Zug überfallen haben und ich in... Klappe, Averill! Oh, hier, Jungs. Lasst es euch gut schmecken. Ich schieb's euch durch die Gitter. Au! Averill, du
blöd machen. Du bist immer so gierig. Beinahe hättest du dem armen Mann die Hand abgebissen. Wenn ihr fertig seid mit Essen, wird geschlafen. Rantanplan, du bist mir verantwortlich. Gib laut, wenn Gefahr im Verzug ist. Ebenfalls. Gute Nacht. Hier scheint ja nun Ruhe einzukehren. Aber auf dem anderen Ufer des Rio Grande, in Mexiko. Lasst uns mal hören. Wenn eine Kutsche so gut bewacht wird, ist bestimmt ein Schatz drin, Emilio. Du sagst es. Die Gringos schlafen. Holen wir uns den Schatz, Amigos. Auf, machen wir einen Abstecher ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Sie schlafen alle und haben nicht einmal die Pferde ausgespannt. Bernardo, nimm die Zügel und nichts wie ab nach Mexiko. Ach, ich hab schon wieder Heimweh. Mach ich, Emilio. Vamos. Hey, was ist hier los? Die Kutsche ist weg. Es ist zwecklos, sie zu verfolgen. Die sind schon über die Grenze. Schade. Wieso? Sie haben uns doch die Daltons abgenommen. Ich meine schade um die Kutsche. Weg den dämlichen Köter. Brand und Plan hat also alles mal wieder verschlafen. Typisch. Die Kutsche ist mittlerweile auf mexikanischem Gebiet. Bin gespannt, was dieser Emilio wohl sagt, wenn er sieht, was für einen Schatz er sich da erbeutet hat. Halt, Amigos! Jetzt sehen wir nach, was für einen Schatz wir in der Kutsche haben. Oh, die ist aber gut verschlossen. So, dann wollen wir mal sehen. Was? Vier Männer in gestreiften Schlafanzügen? Ist das vielleicht ein Schatz? Das ist eher ein ganz böser Witz. Von wegen Schlafanzüge, du Fettwatz. Ruhe! Ich hab's geahnt. Sehr glücklich ist Emilio nicht gerade. Was daraus wohl wird, wenn ein Gauner andere Gauner fängt. Und dann auch noch ausgerechnet die Daltons. Wir werden es sehen. Oder besser hören. Inzwischen verbreitet sich die Neuigkeit schnell wie ein Lauffeuer, sowohl in Mexiko als auch in den Vereinigten Staaten. Und so liest man in der Zeitung, zum Beispiel im Nothing Gulch Trumpet, großes Aufatmen in den Vereinigten Staaten, Doppelpunkt, Daltons im mexikanischen Exil, Ausrufungszeichen. Ich glaube, es wird langsam Zeit, mal zu hören, was Lucky Luke dazu sagt. Wo steckt er denn? Beim Justizminister in Washington. Donnerwetter, dann muss es schon sehr wichtig sein. Mir scheint, unser Held, der schneller zieht als sein Schatten, hat keine allzu gute Laune. Nein, 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 das darf doch nicht wahr sein, was Sie von mir verlangen. Ich habe genug von den Daltons. Wenn hier schon keiner auf Sie aufpassen kann, dann sollen Sie sich meinetwegen in der Sonne von Mexiko ahlen. Das geht uns überhaupt nichts mehr an. Da irren Sie sich aber, Lucky Luke. Amtsdiener, ich lasse seine Exzellenz den Botschafter von Mexiko bitten. Herr Justizminister, meine Regierung weigert sich, ihre vier Banditen in diesem unserem Lande, ich meine natürlich in jenem unserem Lande, zu dulden. Die Polizei unseres Landes hat genug mit ihren eigenen Banditen zu tun und kann sich nicht auch noch um Fremde kümmern. Aber Exzellenz... Jeder kehrt vor seinem Tor. Da hat er Dreck genug davor. Das ist ein altes mexikanisches Sprichwort. Und wie wäre es, wenn Sie den Daltons einfach die mexikanische Staatsbürgerschaft verleihen würden? Vielleicht könnte Ihre Polizei dann... Señor Ministro, wenn Ihre Regierung nicht unverzüglich alles Nötige für eine schleunige Rückführung der Daltons veranlasst, zieht das den Abbruch der diplomatischen Beziehungen nach sich. Vielleicht sogar Krieg. Und ein solcher könnte ein zweites Alamo bringen. Was? Alamo, Sie wissen doch, die Festung, die die Mexikaner 1836 total zerstört haben. Danke, Lucky. Bin ich der Verteidigungsminister? Also, Señor Ministro, ich warte. Okay, okay. Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Greifen Sie lieber zu Lucky Luke. Ich werde die Daltons zurückbringen. Danke, Lucky Luke.
Das Vaterland ist Ihnen für die Behebung dieses Konfliktes zu tiefem Dank verpflichtet. Es dürfte das erste Mal sein, dass ausgerechnet die Daltons zur Erhaltung des Friedens beitragen. Übrigens, Sie haben natürlich völlig freie Hand, auch wenn uns die Wiederbeschaffung teuer zu stehen kommen sollte. Soweit so gut. Aber was ist denn inzwischen mit den Daltons passiert? Señores, wir grüßen euch und danken mucho für die Überführung zu euch. Caramba. Mann, du kannst ja perfekt ausländisch. Er ist hochbegabt, unser Joe. Joe, wenn du dich schon in ihrer Sprache verständigen kannst, dann frag doch gleich, wann es hier was zu essen gibt. Ruhe, Gringos. Wer seid ihr? Mann, du kannst ja auch perfekt ausländisch. Gerade recht sehr gut. Er ist begabt, hochbegabt. Und wann gibt's hier was zu essen? Ruhe, habe ich gesagt. Hört zu, ihr steht vor Emilio Espuelas, dem meistgefürchteten Banditen von ganz Mexiko. Das sind meine Leute. Und wer seid ihr? Wir sind die Daltons. Ich bin Joe Dalton, der meistgefürchtete Bandit der ganzen Vereinigten Staaten. Und das ist William, der andere ist Jack. Und ich bin Averill. Klapp, Averill! Was machst du wieder alles zunichte? Si, ich habe von euch gehört, Amigos. Aber für uns sind nur Geiseln interessant, die Lösegeld bringen. Gehe ich recht in der Annahme, dass keiner auch nur einen US-Penny Lösegeld für euch zahlen würde? Naja, weißt du... Tut uns wirklich leid, dass wir euch um die Ecke bringen müssen, aber als Branchenkenner ist euch ja schließlich klar, dass wir es uns nicht leisten können, andere unnütz durchzufüttern. Was heißt hier durchfüttern? Wenn es bei euch endlich was zu essen gäbe, könnten wir euch zeigen, dass wir höchst nütz sind. Averill! Ich dreh dir den Hals um, du Idiot. Bueno! Und wir machen dasselbe mit den drei übrigen. Hängt's ja diesen Baum. Adios, amigos. Einen Moment noch. Ihr seid dabei, einen Riesenfehler zu machen. Es wäre heller Wahnsinn, auf die Berufserfahrung der Daltons verzichten zu wollen. Wir kennen die abgefeimtesten Tricks und können euch bei allen Schandtaten behilflich sein. Zumal doch heute überall von internationalem Erfahrungsaustausch die Rede ist. Bueno, man könnte es eigentlich probieren. Die Geschäftslage ist momentan nicht die beste. Macht sie los! Juhu! Genau hier hat die Postkutsche übergesetzt, Lucky Luke. Dann machen wir das auch. Rantanplan. Eigentlich hatte ich gehofft, diesem Fehlgriff der Natur nie wieder begegnen zu müssen. So ein Pferd ist doch eigentlich ein dämliches Kamel. Aber ungemein anhänglich. Es schaut mich so treuherzig an. Rantanplan, du bleibst hier. Ich hab schon genug Ärger. Ich komme. Wohin gehen wir? Auf, Jolly. Durch den Rio Grande nach Mexiko. Inzwischen hat Emilio Espuelas den Daltons was zu essen machen lassen. Und natürlich weiß vor allem Averill das zu schätzen. Hier, amigos. Tortillas, tamales, frizzoles. Alles gut gewürzt. Averill, sabber nicht. Ich liebe die exotische Küche. Wie nennt sich denn die delikate Kruste hier um die Frizzoles? Die nennt sich Tonschüsselchen, amigo. Averill, du Blödmann. Ihr habt ja einen gesegneten Appetit. Dafür müsst ihr schon einiges zu bieten haben. Andernfalls gehen wir wieder zu unserem schönen Baum, amigos. Wir brauchen Zeit zum Akklimatisieren und zum Kennenlernen eurer Sitten und Gebräuche und eurer Sprache. Ja, wie heißt zum Beispiel, wann gibt's hier was zu essen? Cuando se come aquí. Quacko kikiriki. Habt ihr gehört? Quacko kikiriki. Das ist ganz leicht. Also, ich habe nicht den Eindruck, als sei Averill sehr sprachbegabt. Na, egal. Unterdessen haben Lucky Luke und seine beiden Mitarbeiter den Rio Grande überquert und... Tja,
Rantanplan scheint das nicht sehr gut bekommen zu sein. Mein armer Rantanplan, du kannst ja immer noch nicht schwimmen. Warum bist du denn überhaupt mit über den Fluss gekommen? Konnte ich denn riechen, dass hier die Straßen überschwemmt sind? Nie im Leben wäre ich mitgekommen. Caramba, amigos. Ihr müsst euch jetzt aufraffen, was zu tun. Kommt, ich zeige euch zuerst mal die Gegend. Ihr seid ja schon 3 geschlagene Stunden beim Essen. Lohnt sich das denn noch so kurz vorm Abendessen? Kommt mit vor die Hütte. Ihr seht, das Gebirge ist unsere Welt. Das Wichtigste bei unserem Job sind bekanntlich Ruhe und Kaltblütigkeit, die euch Südländern hin und wieder fehlen. Von diesem Berg aus könnt ihr unser Operationsgebiet voll überblicken. Da unten das Städtchen ist Rochitecozingo und die Estancia dort drüben gehört Dondoreto Prieto, dem reichsten Ranchero weit und breit. Ja, also wie schon erwähnt, Ruhe und Kaltblütigkeit. Von hier aus kann man jeden sehen, der sich nähert. Und Besonnenheit unter allen Umständen. Zum Beispiel den Gringo da unten mit Pferd und Hund. Lucky Luke! Amigo, niemand darf unseren Schlupfwinkel hier entdecken! Kaltblütigkeit, Besonnenheit! Ich kenne da ein Beruhigungsmittel, Companiero! Aua! Das tut ihm doch weh! Klappe, Everell! Tragt ihn ins Haus, Amigos! Was hat dich so in Rage gebracht, als du den Gringo erblicktest, Caramba? Gringo? Welchen Gringo? Aber Joe, du weißt doch, Lucky Luke... Lucky Luke ist ein Ausruf. Ah, ja. Ein Ausdruck etwa wie euer Caramba. Lucky Luke heißt verdammt... Ja, verdammt! Da fällt mir ein, Quacko Kikiriki. Wie bitte? Na, ich hab dich auf Spanisch gefragt, wann's hier was zu essen gibt. Lucky Luke, du bist mir vielleicht sprachbegabt. So, endlich sind wir mal allein. Hört alle gut zu. Lucky Luke ist uns auf den Fersen. Das bedeutet, die amerikanische Regierung ist bereit, für unsere Ergreifung Geld auszugeben. Und wenn Espuelas das mitbekommt, verkauft er uns glatt an Lucky Luke. Verstanden? Nochmal langsam bitte, Joe. Everell! Inzwischen ist also Lucky Luke in dem verträumten, von der Sonne ausgedörrten Städtchen mit dem stolzen Namen Rochitecozingo eingetroffen. Aber leider hat der Polizeichef nicht die leiseste Ahnung von den Daltons. Nein, Senor Luke, keine Spur von den Daltons hier herum. Ich bleibe auf alle Fälle eine Weile in der Gegend, um mich umzusehen, Chef. Gibt es hier eigentlich ein Hotel? Ein Hotel? Nein, aber eine Kantina. Darf ich Sie zu einem Tequila einladen? Dankend angenommen. Gehen wir, es ist direkt gegenüber. Jolly Jumper, Rantanplan, auf geht's. Warum läuft dieser dämliche Köter eigentlich immer unter mir rum? Es ist sehr praktisch, zusammen mit einem Pferd in den Süden zu reisen. Da hat man immer Schatten. So, da wären wir. Amadeo, 2 Tequila. Bitte sehr, Senores. Passen Sie auf, so geht das. Sie tun etwas Salz auf die Hand, lecken daran und hopp, den Tequila runtertrinken. Salut! Salut! Erfrischend, was? Und wie? Sag mal, Amadeo, könnte der Gringo in deinem Hinterstübchen übernachten? Bei mir. Jemand logieren wollte. Ich habe da nur einen Strohsack. Das reicht mir. Hier entlang. Jawohl, Senor. Bueno, ich gehe jetzt und sag Ihnen Bescheid, wenn sich was tut. Ja. Ich nehme meine Mütze voll Schlaf. Also jetzt schon? Ist doch noch nicht mal Mittag. Hab ich gut geschlafen.
Na, dann will ich mich mal ein bisschen umsehen. Amadeo, ich schau mal beim Polizeichef vorbei. Aber, Senor, doch nicht während der Siesta. Er gibt meinem Pferd was zu fressen und meinem Hund einen Knochen. Na gern, Senor, aber doch nicht während der Siesta. Bis gleich, Amadeo. Siesta, eine gute Einrichtung, finde ich. Die Leute haben ganz recht, sich bei der Hitze in den Schatten zu setzen und zu schlafen. Einsamer Cowboy, weit, weit von zu Hause. Hey, Jolly, was willst denn du? Ich gehe bloß zum Polizeichef. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Ich dachte, bei der Schnulze wäre die Geschichte zu Ende. Hallo, Chef. Scheint nicht viel Umtrieb zu sein in Ihrer Weltstadt. Hotchitikotzingo ist sehr arm und stören keine Banditen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass Sie Ihre Daltons hier finden werden, amigo. Außerdem ist jetzt... Siesta, ja. Ich weiß. Viel kann Lucky Luke da wohl nicht erreichen, scheint mir. Und so ruhig es in der kleinen Stadt zugeht, so unruhig ist es bei den Daltons. Solange er in der Gegend ist, dürfen wir uns nicht blicken lassen. Wer ist er? Lucky Luke? Psst, Admiral, du weißt doch, dass ihn der Name wahnsinnig macht. Lucky Luke, amigo. Nein! Doch! Höchste Zeit, dass ihr mal was arbeitet. Ich bin's leid, euch ohne Gegenleistung durchzufüttern. Aber wir haben doch schon gesagt, dass wir uns erst akklimatisieren müssen. In ein paar Tagen. Genau. Und inzwischen Quakukikiriki. Lucky Luke, Schluss jetzt mit Quakukikiriki. Keiner bekommt Quakukikiriki. Wenn ihr nicht arbeitet, gibt's überhaupt kein Quakukikiriki. Quakukikiriki und Lucky Luke nochmal. Es muss was geschehen, sonst lässt uns dieser Kerl tatsächlich aufhängen. Hier in der Nähe gibt's doch ein Kaff da. Überfallen wir die Bank. Das wird Espuelas beruhigen. Oh ja, sicher interessant, mal eine ausländische Bank aufzusuchen. Die richtige, Torres. Vielleicht können wir hinterher noch eins ihrer Gefängnisse besichtigen. Dann können wir Oxford Bill daheim was erzählen, der sich immer mit seinem Gefängnis in England so dicke... Auto! Hör auf, Joe! Er bekommt doch keine Luft mehr! Emilio, komm mit. Wir zeigen euch mal, wie man eine Bank überfällt. Eine Bank? Ach ja, ich glaube, es gibt einen Hotchitikotzingo. Aber wir sind darauf spezialisiert, Leute zu kidnappen und dann ein hohes Lösegeld zu kassieren. Dann wird es aber höchste Zeit, dass wir euch mal was Neues beibringen. Geld von der Bank ist risikoloses Geld. Aber nur, wenn man es sich nicht leiht. Klappe, Everell. Bueno, amigos. Ich bin dabei. Auf die Pferde. Aufgepasst. Wir gehen so vor. Erstens, das Gesicht mit dem Tuch maskieren. Zweitens, dem Kassierer ein Revolver vorhalten und Geldherausgabe erzwingen. Und drittens, abhauen und dabei wild in die Luft schießen. Muy bien, amigo. Halt! Wir sind in Hotchitikotzingo. Gut. Wo ist die Bank? Weiß ich nicht. Ich frag mal einen Einwohner. Nicht vergessen, erst das Gesicht mit einem Tuch maskieren. Naja. Hey, amigo. Weißt du, wo die Bank ist? El Banco. Sie, das Haus an der Ecke. Gracias, amigo. Stets zu Diensten, Don Emilio. Los, amigos. Gut. Wir gehen da rein. Alle Tücher vors Gesicht. Jetzt kommt zweitens. Mit vorgehaltenem Revolver den Tresor öffnen. Ist ja gar kein Schalter. Dieses Bretter auf zwei Fässern, soll das alles sein? Ich weiß nicht, amigo. Hallo! Ist hier niemand? Sie? Wir möchten gerne einen Angestellten sprechen. Geht es um eine Hahnenkampfwette? Nein, um eine Kontobewegung. Federico! Jemand für die Bank! Aufstehen! Que pasa, hein? Mach den Tresor auf, aber schnell. Tresor? Was für einen Tresor? Natürlich den, in dem ihr das Geld aufbewahrt.
Ach so, das Geld, das haben wir in einem Schuhkarton. Aber der ist zurzeit leer. Ich habe alles auf einen Hahn verwettet. Allerdings hat er sich als ziemlich mickrig erwiesen. Aber geschmeckt hat er mit einem Sößchen, sag ich euch. Ich höre immer Sößchen. Ja, Amigo, aus Kakao, Chilischoten und... Wir wollen keine Küchengeheimnisse erfahren. Du bringst sofort die Bank in ordnungsgemäßen Zustand. Ich will hier einen anständigen Schalter sehen. Und sauber machen könntest du auch. Wenn ich wiederkomme, will ich hier einen Tresor vorfinden, und zwar einen vollen. Der Gringo hat recht, ich schäme mich für mein Land. Mach dich an die Arbeit oder du bekommst es mit mir zu tun. Lucky Luke nochmal und zugenäht. Na gut, gehen wir eben gleich zu drittens und letztens über. Verlassen einer Bank unter wildem Abfeuern der Revolver. Diese wilde Ballerei ruft natürlich unseren Helden Lucky Luke auf den Plan, der in der Cantina ein Nickerchen gehalten hat. Hey, Amadeo, was waren denn das für Schüsse? Ich schieße. Was für Schüsse, Senor? Hey, Amadeo, schnell einen Tequila. Ich muss was feiern. Der Fortschritt hat auch vor meiner Bank nicht halt gemacht. Ich wurde soeben überfallen. Überfallen? Ja, es war allerdings noch kein ganz richtiger Überfall, denn meine Bank ist auf sowas noch nicht vorbereitet. Die Gangster haben mich aber beraten, was ich alles erledigen muss, bis sie das nächste Mal kommen. Was? Wortwörtlich hat Emilio Espuelas zu mir gesagt, mach dich an die Arbeit oder du bekommst es mit mir zu tun. Lucky Luke nochmal und zugenäht. Waren die Gangster denn nicht maskiert? Aber natürlich, Senor. Und wieso hast du dann einen erkannt? Sie meinen Emilio Espuelas. Na, sein Name stand doch auf dem Tuch vor seinem Gesicht. Das ist ja nicht... Waren bei deinem Espuelas 4 Männer in gestreiften Anzügen? Lucky Luke nochmal, woher wissen Sie das? Ich bin beim Polizeichef. Gut, Senor. Dieser Provinzbandit kann meinen Namen nur für den Daltons erfahren haben. Chef, ich glaube, die Daltons treiben sich doch hier in der Gegend herum. Ich glaube sogar, sie waren schon in Rochitecozingo. Gratuliere, Amigo. Und Weidmanns Heil. Sie waren in Begleitung eines gewissen Emilio Espuelas. Espuelas? Bisher ist jeder auf die Nase gefallen, der Espuelas in die Quere kam. Ich verfüge über zu wenig Einsatzkräfte. Ich kann nicht gegen ihn vorgehen. Bis jetzt hat er die Stadt in Ruhe gelassen. Espuelas hat seinen Schlupfwinkel in den Bergen, wo er gefälligst auch bleiben soll. Amigo, bleiben Sie hier, sonst gibt es eine Katastrophe. Ich habe einen Auftrag auszuführen und ich hole die Daltons, woher auch immer. Jolly, mein treuer Gefährte, diesen Espuelas wollen wir uns mal ansehen. Alles gut und schön, aber das Pfeifen wollen wir doch wohl nicht zur Gewohnheit werden lassen. Auf geht's. Rantanplan habe ich an die Hoteltür gebunden. Dann ist er uns wenigstens nicht im Weg. Endlich mal eine erfreuliche Nachricht. Es interessiert mich ja doch, warum er mir eine Tür um den Hals gebunden hat. Vielleicht sind wir auf Gangsterjagd und müssen sie gleich hinter Schloss und Riegel bringen. Also hinterher. Eure Demonstration eines Banküberfalls hat mich nicht überzeugt. Da ziehe ich noch immer die gute alte Methode Schnappen und Berappen vor. Naja, ich will ja hier nicht den Missionar spielen, aber... Was ist los? Einer von euren Landsleuten spaziert durch die Berge. Er hat einen Hund bei sich. Kennt ihr den vielleicht? Lucky Luke! Beantworte meine Frage und fluch nicht rum. Wir wissen nicht, wer das sein könnte. Na gut, kommt mit. Jetzt zeige ich euch, wie wir arbeiten. Erst schnappen wir uns den Gringo, dann fordern wir ein gutes Lösegeld in guten Dollars. Er hat ja sicher Familie. Wir müssen verhindern, dass sie Lucky Luke erwischen. Sonst kassiert Espuelas ab. Und zwar für uns. Ja doch, Joe. Klar doch, Joe. Nochmal, Joe. Die Banditen haben richtig gesehen.
Rantanplan hat es tatsächlich geschafft, Lucky Luke einzuholen. Trotz der Tür, die er ja noch immer im Schlepptau hat. Da wird sich Lucky Luke bestimmt freuen, dass ich ihm die Tür mitgebracht habe. Rantanplan, du bist unverbesserlich. Ich mach dich jetzt von der Tür los. Aber dann nichts wie zurück in die Stadt mit dir. Mir ist es viel zu gefährlich. Jetzt weiß ich endlich, warum die Menschen manchmal dämlicher Hund sagen. Es ist einfach zum Aus den Hufen fahren. In die Stadt zurück? Wahrscheinlich soll ich ihm noch eine Tür holen. Ganz dicht hinter Lucky braut sich indessen nichts Gutes zusammen. Er ist völlig ahnungslos. Umzingeln und schnappen, aber so leise wie möglich. Gesundheit, lieber Bruder! Danke, William, danke, Jack! Ruhe! Da ist er! Ach, was hast du da gemacht? Wir sind verraten! Er weiß jetzt, wo wir sind! Na, wenn schon verraten, dann legen wir ihn am besten gleich um. Aber Lucky hat sich vorsichtshalber zurückgezogen. Und Rantanplan? Der gehorcht einem edlen Instinkt seiner Vorfahren und bewacht weiterhin die Haustür. Lucky Luke nochmal, ihr habt alles verraten. Und ich frage mich langsam, ob ihr das nicht mit Absicht getan habt. Aber wie im Leben? Diese Arbeitsmethode ist doch ganz neu für uns. Es war wirklich ein Versehen. Der Gringo ist entkommen. Aber der Hund sitzt noch da. Hunde haben ein gutes Gedächtnis. Ich bin mal gespannt, ob ihr Fremde für ihn seid. Wir helfen beim Einfangen. No, no, amigos. Lasst mich das machen. Und gebt mir eure Revolver. Ich will nämlich nicht, dass diesem Tier wirklich nur aus Versehen etwas passiert. Na, Hundchen, komm, hier hast du einen Knochen. Der ist aber nett. Lucky hätte ruhig hier bleiben können. Bueno, jeder von euch Daltons ruft ihn jetzt. Und wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, kennt er euch. Du fängst an, amigo Joe. Hierher. Lauter. Hierher. Das ist ein Dalton. Und die Gauner kenne ich. Kaum lasse ich meinen Knochen los, klauen sie ihn mir. Ihr könnt ruhig hingehen. Der Köter ist dermaßen verblödet, dass er niemanden wiedererkennt. Hierher. Komm hierher. Bei Fuß. Jetzt du, Everell. Hierher, Rantanplan. Der Hund kennt dich vielleicht nicht, aber du kennst wohl den Hund. Nein, nein, nein. Bei uns bedeutet Rantanplan so viel wie Hund. Ein Wortspielchen. Lucky Luke, was habt ihr doch für eine komplizierte Sprache. Na schön. Und jetzt jagt das Wortspielchen zum Teufel. Nichts wie weg. Ist das eine Art, mit Gästen umzugehen? Chef, ich brauche Verstärkung zum Einfangen der Daltons. Und Sie können bei dieser Gelegenheit Espuelas endlich hinter Schloss und Riegel bringen. Ich hab Ihnen schon mal gesagt, dass ich zu wenig Leute habe. Ich bin für Ruhe und Ordnung hier in der Gegend verantwortlich. Und ihretwegen, da die Leute tagsüber keine Siesta mehr halten. Ich fühle mich verpflichtet, Sie aufzufordern, Xochicocingo zu verlassen. Na gut, ich muss klein beigeben, aber ich bleibe in der Nähe. Auf geht's, Jolly Jumper. Ah, sieh mal an. Da bist du ja endlich wieder, Rantanplan. Es gibt Tage, an denen aber auch wirklich alles schief geht. Everell
Bulls letzter Patzer hat uns ganz schön reingeritten. Das war kein Patzer, das war ein Wurstbüchchen. Na, wir müssen nach Cochite Cozingo und Lucky Luke ein für alle Male ausschalten. Emilio! Emilio! Also, ja, wir sind schuld, dass du den Gringo nicht fangen konntest. Da nun die Ehre der Daltons auf dem Spiele steht, möchten wir unseren guten Ruf wiederherstellen, indem wir den Gringo selbst fangen. Und wer garantiert mir, dass ihr mich nicht übers Ohr haut? Ihr seid möglicherweise gut für ein Lösegeld, Lucky Luke und zugenäht. Sie trauen uns nicht. Sie, amigo. Ich lasse euch zwar gehen, aber ich behalte einen als Geisel hier. Den. Averill? Ja? Na gut. Averill, mach keinen Blödsinn, solange wir weg sind. Wenn er über Lucky Luke spricht, schweigst du wie ein Grab. Manchmal bin ich mir gar nicht sicher, ob du mich nicht für einen Idioten hältst. Hört auf zu flüstern und reitet endlich los. Könnt ganz beruhigt sein, Jungs. Ich schweige wie ein Grab. Sieh mal an, hab ich mir's doch gedacht. Na, amigo, schon mal was von Tequila gehört? Ist das auch ein Wortspielchen? Lucky Luke, amigo, du sollst nicht leben wie ein Rantanplan. Das ist also Tequila. Salut. Salut. Ja, gut, nicht? Sehr würzig. Gleich noch einen. Das ist die einzige Ortschaft hier in der Gegend. Also muss Lucky Luke hier sein. Eine kleine Stadt wie bei uns zu Hause. Wenn wir kommen, sind die Straßen leer gefegt. Hey, und es ist beruhigend zu sehen, wie sich die Menschen gleichen. Hier ist ein Hotel. Da sehe ich noch unsere Landplage da wohnt. Hallo? Signores. Wohnt hier ein Fremder namens Lucky Luke? Bedauere, er ist heute abgereist. Gestern war ich voll besetzt, heute ist wieder alles frei. Ich kann Sie aufnehmen, wenn Sie wollen. Nein, danke. Kommt. Was machen wir jetzt, Joe? Ja, Joe. Vielleicht ist er in die Vereinigten Staaten zurückgeritten. Dann hätten wir unsere Ruhe. Schnell zurück zu Espuelas. Ich traue unserem Averill nicht. Signores! Signores! Meine Bank ist eingerichtet. Ich habe einen Schalter und einen Tresor. Signores! Wir haben heute keine Zeit! Lucky Luke hat beschlossen, uns zu vergessen. Und um Espuelas brauchen wir uns nicht mehr zu kümmern. Wir sind da. Und wenn Averill die Klappe gehalten hat... Hallo, Amigos! Wir haben einen kleinen Empfang für euch vorbereitet. Guck mal, Joe. Die zielen alle auf uns. Aber was ist denn los? Wir empfangen euch mit allen Ehren, die Männern eures Kalibers zustehen. Hallo, Jungs. Hallo. Ihr wollt mich unbedingt zum Reden bringen. Aber ich habe ihm nicht gesagt, dass Lucky Luke eine hohe Belohnung für uns aus als würde. Mio Quacokiki. Sperrt sie ein. Das sieht nicht sehr gut aus für die Daltons. Lucky Luke hat sein Nachtlager in der Nähe der Stadt aufgeschlagen, aber sehr lange. Dauert seine Nachtruhe nicht. Aufstehen, Bandido. Such deine Revolver nicht, die hab ich. Wer sind Sie? Wohin bringen Sie mich? Keine Fragen, Bandido. Sattel dein Pferd und dann vorwärts. Was soll das, Bandido? Ich pfeife nur meinen Wachhund. Ich muss ihn doch aufwecken, sonst verläuft er sich hier noch. Nie kann man in Ruhe schlafen. Nie. Ich hätte Lust, ihn diesmal seinem Schicksal zu überlassen. Runter vom Pferd. Folge uns, wir sind da. Und Hände hoch. Was ist los? Warum stört man mich mitten in der Nacht? Wir haben ihn auf Ihrem Besitz entdeckt, Don Doroteo. Vielleicht ist er einer der Banditen von Emilio Espuelas. Ich bin kein Bandit.
Ich bin vielmehr ein Vertreter des Gesetzes und habe Papiere bei mir, die das beweisen. Das wird sich zeigen. Rodriguez, hol sie! Diese mexikanischen Chihuahuas sind tatsächlich ebenso intelligent wie witzig. Hier, mein Hündchen, hast du die Papiere. Was? Das soll ein Hund sein. Sieht aus wie eine dürre Fledermaus auf kleinen Stelzen. Danke, Rodriguez. Ganz klar, meine Leute haben einen Fehler gemacht, Senor. Üben Sie Nachsicht, denn sehen Sie, wir rechnen Tag und Nacht mit einem Überfall von Espuelas. Ich bin Doroteo Prieto, der reichste Ranchero weit und breit. Seien Sie willkommen in meinem bescheidenen Haus. Kommen Sie und stärken Sie sich. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass dieser Reichtum den Banditen ins Auge sticht. Sicher. Und Espuelas wartet nur darauf, mich zu kidnappen und ein hohes Lösegeld zu kassieren. Sie sehen also, man müsste das Land von diesem Banditen und seiner Bande befreien. Ich könnte Ihnen vielleicht helfen, indem ich die Daltons fange. Da Sie aber bei Emilio Espuelas Zuflucht gefunden haben, muss ich zuerst diesen Espuelas unschädlich machen. Gut, Senor Luque. Packen wir es gemeinsam an. Habt mich verschaukelt. Der Gringo hätte eine Menge Geld für euch bezahlt. Jetzt ist er weg. Ich würde euch am liebsten aufhängen. Das wird langsam zur fixen Idee bei dir. Ich hab doch schon mehrmals gesagt, dass es überhaupt nichts einbringt, wenn du uns umbringst. So? Wir landen zusammen einen ganz großen Coup und teilen die Beute. Dann bekommst du deine Unkosten wieder rein und wir hätten genug Geld, uns anderswo aufhängen zu lassen. Ja, na ja, ja. An einer Sache wäre ich ja wirklich interessiert. Nämlich an der Entführung von Don Doroteo Prieto. Der ist ein steinreicher Ranchero, aber sehr gut bewacht. Falls ihr jedoch einen Trick findet, wie man ihn schnappen könnte, schenke ich euch die Freiheit. Kein Problem. Sie finden im ganzen Westen keine gerisseneren Burschen als uns. Yeah, schlau wie die Daltons, wie man bei uns sagt. Wer ist Mann, William? Klappe, Everell! Dusselig wie die Daltons sind, kann ich sie, glaube ich, in eine Falle locken, um mich von ihnen zu Espuelas bringen zu lassen. Ich habe eine Idee. Sie geben ein Fest. Eine Fiesta? Ja, aber aus welchem Anlass? Ach, Sie finden schon irgendein Familienereignis. Sie müssen es nur überall anschlagen lassen. Am nächsten Tag hängen überall Plakate, auf denen Don Prieto die ganze Gegend zu einer Fiesta einlädt. Und zwar anlässlich seines Hochzeitstages, der vor 15 Jahren und 5 Tagen stattgefunden hat. Aber darüber wundert sich keiner, am allerwenigsten Emilio Espuelas, der ein solches Plakat in die Hand bekommt. Lucky Caramba, hier, ihr Daltons, ist die Chance, euch freizukaufen. Hier bietet sich euch die Gelegenheit, euch an Don Doroteo Prieto heranzumachen. Von meinen Leuten kann sich keiner an die Hacienda heranwagen, weil dort alle zu gut bekannt sind, aber euch... Euch könnte es gelingen, und zwar als Mariachis verkleidet. Mariachis? Was Essbares? Ach, Mariachis sind Grüppchen von Sängern und Gitarrespielern, die bei Festen für Unterhaltung sorgen. Aber wir können nicht singen und nicht spielen. Wir haben noch nie die Saiten einer Gitarre gezupft. Ja, und unsere Stimmbänder erreichen nicht. Und ich sage, ihr singt oder ihr hängt. Ich kenne ein Lied. Einsamer Cowboy, weit ist dein... Nein! Ruhig, Joe. Ganz ruhig. Alberto, du bringst ihnen das Singen bei. Auf Don Doroteos Hacienda sind die Vorbereitungen in vollem Gange. In Xochitecotzingo ist man aus dem Häuschen. Die besten Sachen werden aus den Schränken hervorgezaubert und überall üben die Mariachis ihre Lieder, ihre Corridas, ihre Mananitas. Auch bei den Banditen wird geübt. Ay,
Alberto, der Bandit mit dem absoluten Gehör, entlockt den Daltons die abenteuerlichsten Töne. Und diese wiederum ihren Gitarren. Diese Gitarre habe ich auch erledigt. Könnt ihr eine neue haben? Nein! Was ist los? Wo ist Alberto? Da drüben irgendwo. Ich glaube, der hängt sich auf. Alberto! Nein! Alberto! Man kann den armen Alberto wirklich verstehen. Dann ist der große Tag da. In Fuhrwerken und zu Fuß strömen die Bauern und Indios im Festtagsstaat zum Besitz Don Doroteos, wo die Fiesta schon begonnen hat. Ihr Plan scheint sehr gewagt, Senor Luque. Mag sein, aber wenn die Daltons kommen, sind unsere Sorgen mit einem Schlag vorbei. Ich bin unruhig, amigo. Das wird schon klappen, Don Doroteo, denn ich kenne die vier. Ich bleibe hier drin und komme dann im richtigen Augenblick. Kümmern Sie sich ruhig um Ihre Gäste. Na, seid ihr fertig? Yeah! Fabelhaft seht ihr aus, amigos, aber Kleider allein machen noch keine Mariachis. Also, lasst noch mal hören. Nein! Alberto, bleib hier und ihr, hört auf mit den Geräuschen. Joe, der nennt unsere schöne Musik Geräusche. Ich gebe euch einen guten Rat. Macht bei Don Doroteo möglichst wenig Musik. Wenn es wirklich Ärger geben sollte, nehmen wir unser gewohntes Instrument. Aber es wird keinen Ärger geben. Und wir bringen dir Don Doroteo. Adios. Auf die Pferde, Jungs. Es wäre doch gelacht, wenn wir bei Dunkelheit im Festgedränge unseren Mann nicht zu fassen bekämen. Aber Joe, wann singen wir denn dann? Averill, steig wieder vom Pferd. Nimm deinen Hut ab, gib mir deine Gitarre und bück dich. Mit der Gitarre um den Hals. Sieht ja noch blöder aus. Das zahle ich euch heim. Lucky Luke und zugenäht. Und dann ist es soweit, dass die Mariachis dem Hausherrn im Schein der Lampions ihre Ständchen bringen. Nur eine Gruppe drückt sich auffällig unauffällig im Hintergrund herum. Dieser Depp sollte endlich die Gitarre vom Hals nehmen und nicht so im Licht rumstehen. Da fallen wir doch auf. Ach was, Joe, hier kennt uns doch keiner. Und bei der Dunkelheit hier. Achtung, da kommt einer direkt auf uns zu. Ich bin Don Doroteo Pietro, amigos. Ich hoffe, ihr bringt uns jetzt auch euer Ständchen. Da haben Sie unser Ständchen. Kein Wort und keine Bewegung. Sonst klimpere ich Ihnen was auf meinem Colt vor. Caramba! Schnell jetzt, Jungs! Jack, hör mir die Decke über den Kopf. Klar doch. Bravo, Joe. Oh, das war ein Kinderspiel. Everill! Ich mag es nicht, wenn der Depp so kichert. Ach, gar nicht darauf achten. Wahrscheinlich kitzelt ihn die Gitarre an seinem Hals. Ah, da seid ihr ja wieder. Und mit einem Gefangenen. Bueno, amigos. Na, wie arbeiten die Daltons? Oder wenigstens drei Viertel der Daltons? Ah, vielleicht habe ich euch doch falsch eingeschätzt, amigos. Wie ich sehe, wurde heiß gekämpft. Nein, nein, die Gitarre um Everalds Hals ist eine rein familiäre Angelegenheit. Seien Sie willkommen bei uns, Don Doroteo Pietro. Wenn das geforderte Lösegeld eingeht, wird Ihr Aufenthalt bei uns nur kurz sein. Wenn nicht... Nehmt ihm die Fesseln und die Decke ab. Ja doch, Joe. Klar doch, Joe. Ich glaube, ich enthülle ein Denkmal. Ein Denkmal der Dummheit. Das ist nicht Don Doroteo. Das ist Lucky Luke. Ich habe ihn gleich erkannt, als er unter den Lampions an mir vorbeikam. Habe ich nicht gesagt, dass ich es euch heimzahlen würde? Lasst mich! Ich will in der Drossel! Das gehört sich nicht, Joe. Nein, Joe, warte wenigstens, bis wir ihm die Gitarre abgenommen haben.
Ich habe tatsächlich was Besseres zu tun, als mich mit diesem blöden Everell abzugeben. Jetzt geht es Lucky Luke an den Hals. Hier geht niemand einem anderen an den Hals, Amigos. Und wenn, dann höchstens ich. Das steckt also hinter dem Wort Lucky Luke. Zweifellos ist Senior Luke in der Lage, euch auf Kosten seiner Regierung für teures Lösegeld freizukaufen. Und er selbst wird ein entsprechend hohes Lösegeld zahlen müssen, wenn er die Freude haben will, die Daltons in die Vereinigten Staaten zurückzubegleiten. Tut mir leid, aber mit dem Lösegeld wird es nichts. Die Fiesta war eine Falle. Ihr Schlupfwinkel ist umstellt. Hey, glauben Sie vielleicht, dass ich das glaube? Seht mal, da hinten wimmelt es von Leuten, die direkt auf uns zugeritten kommen. Du hast es so gewollt, Lucky Luke. Er hat mir meinen Revolver aus der Hand geschossen. Ihr habt ihn ja nicht mal entwaffnet. Sind das eure amerikanischen Methoden? Mit einem Satz kann sich Lucky Luke in Deckung bringen. Dann endlich ist die Verstärkung da. Ergebt euch, ihr Banditen. Ihr seid umzingelt. Das Spiel ist aus, Emilio Esquilas. Du kommst ins Gefängnis. Die Gegend hier hat endlich Ruhe. Ich schäme mich nicht, von einem Gringo vom Kaliber eines Lucky Luke besiegt worden zu sein. Aber wehe, mir fallen die vier anderen Gringos in die Hände. Auweia, die Daltons. Die sind während der Schießerei verduftet. Die müssen im Gebirge sein. Wir verdanken es unseren Hunden, dass wir Espuelas gefunden haben. Dann werden sie auch die Fährte der Daltons aufnehmen können. Versuchen kann man's ja. Hier ist ein Kleidungsstück von den Daltons. Komm, Rantanplan. Und du auch, Rodriguez. Schnuppert mal. Ist ja nichts zum Fressen. Fehlanzeige. Interessiert mich nicht, ne? Merkwürdig. Jeder der Hunde nimmt eine andere Richtung. Die Daltons haben sich vielleicht getrennt? Wir folgen ihrem Hund. Wie Sie wollen. Ich folge lieber Ihrem. Lucky Luke, unser Held, der schneller zieht als sein Schatten, weiß natürlich, warum er lieber dem Chihuahua Rodriguez folgt. Und richtig. Kurze Zeit später sieht er sie vor sich, wie sie gerade völlig verzweifelt vor einem hohen, steilen Felshang stehen, der ihnen den Fluchtweg versperrt. Amüsiert schaut er ihnen eine Weile zu. Oh, Joe, wir sind am Ende. Hier kommen wir niemals rauf. Wir müssen aber. Lucky Luke ist uns bestimmt dicht auf den Fersen. Jack, du kletterst auf Everetts Schultern. William, ja. Du stellst dich auf Jack. Ja. Ich schwinge mich auf deine Schultern und erreiche dann den oberen Rand der Felswand. Von da aus kann ich euch dann hochziehen. Und ich? Auf wen schwinge ich mich? Klappe, Everell! Los, stell dich hier hin. Hier oben klappt's. Wie geht's da unten? Es geht, Joe. Es geht, Joe. Aber hier ganz unten geht es nicht. Ich muss nämlich weg. Nein, Everell, du rührst dich nicht vom Fleck. Ich kann aber nicht bleiben, Joe. Lucky Luke wünscht, dass ich weggehe. Sehr richtig. Haltet euch schön fest, Jungs. Er geht wirklich. Oh, lange kann ich mich auch nicht mehr an dir festhalten, William. Und ich mich nicht an dir, Joe. Kannst du dich da oben an der Kante noch halten? Nein, ihr seid zu schwer. So, Everell, dann werde ich dich mal schön verschnüren. Ha, schau an, den Knoten kenne ich gar nicht. Ich mache immer den doppelten Seemannsknoten. William! Joe! Ich muss loslassen! Oh! Komme schon! Vorwärts, Jack! Ab zum Verschnüren! Hallo, Jack! Ich kann nicht mehr! Ich lass auch los, Joe! Das reinste Fallobst, diese Früchtchen! Aber mich kriegst du nicht, Lucky Luke! Tatsächlich? Und wo willst du hin, Joe? Sieh dich mal um, der Felsen ist nur 10 Meter breit. Auf der anderen Seite geht es genauso steil bergab. Wo willst du da wieder allein runterkommen? Zugegeben, ich bin in der Klemme. Aber noch hast du mich nicht. Gut, warten wir es ab, bis er sich verausgabt hat. Na, Joe, Munition alle?
Kommst du jetzt? Niemals! Gut. Nächstes Jahr um diese Zeit schaue ich mal nach, wie es dir geht, Joe. Die Gegend hier ist etwas einsam, der Ackerbau etwas mühsam und die Fische beißen etwas schlecht. Vor allem auf den Bergen. Adios! Ciao, bis zum nächsten Jahr, Joe. Wir versuchen auszubrechen. Klappe, Hebel! Lucky, warte doch! Hilf mir beim Abstieg! Der ist mürbe. Lucky Luke und seine Gefangenen machen sich auf den Weg. Nachdem sie sich von Don Doroteo verabschiedet haben, verlassen sie Mexiko, durchwaten den Rio Grande und befinden sich wieder unter dem Himmel der Vereinigten Staaten. Kurz darauf verbringen die Daltons ihre Tage in einem neuen Gefängnis. Und damit wäre die Geschichte eigentlich zu Ende. Aber vielleicht sollten wir uns noch anhören, warum der Botschafter von Mexiko nochmal den Justizminister besucht. Meine Regierung hat beschlossen, Mr. Lucky Luke diese Medaille für seinen Einsatz für den Frieden und die Verbesserung der Beziehungen zwischen unseren Staaten zu überreichen. Aber ich sehe Mr. Luke ja gar nicht. Oh, wissen Sie, Herr Botschafter, Lucky Luke hält es nie lange an einem Ort aus, denn er ist ein armer, einsamer Cowboy und immer ganz weit weg von zu Hause. Einsamer Cowboy ist so weit, weit von zu Haus. Überall hast du Freunde, willst nicht Dank und nicht Applaus. Und dein Weg zu neuen Taten ist noch viele Meilen lang. Reite weiter, immer weiter in den Sonnenuntergang. Cowboy, Cowboy, bist so weit, weit von zu Haus. So weit.